Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Vanguard. Wir befinden uns hier vor der Wettbewerbshalle und heute geht es in die Viertelfinale gegen den einzigen aus unserer Gruppe, der auch weitergekommen ist. Das wird ja lustig. So, wenn ich hier durch die rechte Tür gehe, stehe ich dann auch auf der rechten Seite in der Arena? Das ist eine wilde Frage. Wir gucken mal. Oh, ich darf nur nach links. Oha. Na gut. Na, dann gehen wir mal rein. Grüße, Bürger von Airey. Und willkommen zu dem Viertelfinale des Allen Battle Festivals. Auf der linken Seite haben wir Miri aus dem Haus F der Vanguard Akademie. Und auf der rechten Seite haben wir Sieg aus dem Haus F der Vanguard Akademie. Nicht nur sind die beiden aus der gleichen Akademie, aber auch aus dem gleichen Haus. Es wird sicher interessant werden. Du bist im Weg, Sieg. Ich bin nicht sicher, wie viel dir das bedeutet, aber... Das ist mir auch egal. Ich gewinne diesen Kampf. Und die zwei danach. Für dich ist das vielleicht alles nur Spaß. Zu denken, dass das dein Weg ist, um der stärkste Pokémon-Trainer zu werden. Aber ich habe einen Grund zu gewinnen. Ich muss der Welt zeigen, wer ich bin. Also verlierst du besser, hörst du besser auf mit deinem kleinen Hauptcharakter-Dings, das du da hast. Denn ich werde hier nicht ohne die Medaille des ersten Platzes gehen. Okay. Aha. Aha, aha. Die Frage ist, habe ich dagegen was Besseres? Eigentlich nicht. Boah, das macht gar keinen Schaden. Okay. Wow, die Akrobatik war aber nicht cool. Na gut. Schade. Ich dachte, das macht nicht ganz so viel Schaden. Okay, es macht auf alle super viel Schaden. Ich kann nicht Balui... Boah, wir werden das nicht gewinnen. Ich habe gar nichts gegen das blöde Panzer-Aeron. Vielleicht müssen wir den Kampf nochmal neu machen. Fürchte ich irgendwie. Ha, geheilt. So. Sehr schön. Haben wir erstmal seinen Angriff runtergemacht. Ja. Das sieht doch schon viel besser aus, würde ich sagen. Sehr schön. Dann kann ich jetzt eben nochmal Balui hochheilen. Was ist das? Achso. Nee. Supertrank halt 60. Ja. Sehr schön. Was ist das für Musik? Ist die GEMA-frei? Es hört sich nämlich nicht so an. Habe ich hier nicht extra Streamer-Modus genommen? Okay. Na toll, jetzt habe ich nicht aufgepasst, welches Pokémon kommt. Ah, weil ich von der Musik so verwirrt war, weil das hört sich nicht GEMA-frei an. Also wenn ihr keine Musik hört, dann habe ich dran gedacht, sie rauszuschneiden. Na toll. Das Ding macht ein bisschen viel Schaden. Oh, natürlich ist es immer so, oder? Man heilt und das Pokémon crittet instant, sodass das Heilen komplett unsinnig war. Okay. Und dann wechseln wir erstmal. So, oh. Was ist los mit... Jetzt macht die Musik auch noch so Fehlgeräusche. So. Toll. Es wird immer besser. Und jetzt ist es still. Na gut, besser als Musik. Die illegal ist. Sehr schön. Weggecrittet. Baskulin. Ach, herrje. Habe ich nicht Wasserabsorber? Lass mich mal nachgucken. Nur zur Sicherheit. Ja. Theoretisch sollte es mit nichts tun können. Ich weiß nicht, was sein Plan... Oh, Zen-Kopfstoß. Okay. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Na gut. Fischi. Mit einem Zen-Kopfstoß.
könnten... Okay. Seine Pokémon ein bisschen weniger Schaden machen, wollte ich gerade sagen. Okay. Was hat er denn vor? Ich mache einfach weiter Schutz in der Hoffnung, dass ich damit durchkomme. Oh, ich hätte auch einfach schneller... Oh, ich hätte es heilen können. Ich dachte, das macht viel mehr Schaden. Oh nein. Oh nein. Küsse Spalui. Ah, ist Spalui langsamer. Und ich kann nicht mehr auswechseln. Oh, okay. Spezialangriff gesenkt ist sicher nicht schlecht. Boah, ich sollte meine Hypertränke besser aufheben. Wir setzen jetzt noch Supertränke ein. So. Komm schon. Jetzt Antikraftboost. Ah. Okay, aber wir kriegen den Vogel auch so besiegt. Okay, das war ein knapper Kampf. Okay, alles gut. Komm schon. Es ist nicht mehr vorbei und ich habe immer noch ein Pokémon. Lass uns das beenden. Oh shit. Nicht das. Nicht jetzt. Was? Worauf wartest du? Du sagtest, dieser Kampf bedeutet dir etwas. Du musst gewinnen. Dann beweise es, verdammt. Ich kann... Sieg? Destiny? Tut mir leid. Ich hätte fast gewonnen. Miri? Wo bin ich? Zurück in der Akademie. Du bist mitten im Kampf kollabiert. Oh oh. Wie lange war ich bewusstlos? Ein bisschen weniger als 2 Tage. Die Schwester sagte, du bist wegen Erschöpfung kollabiert. Oh. Du solltest besser ein bisschen mehr schlafen, verdammt. Du musst dich um dich selbst kümmern. Das ist das Wichtigste, wenn man Trainer ist. Richtig. Habe ich mich wirklich nicht genug erholt? Warte, was ist passiert? Du bist mitten im Kampf zusammengebrochen. Du weißt schon, der Wettkampf? Warte, Destiny. Oh Mann, ich denke, du bist wirklich wach. Destiny, wo ist sie? In ihrem Raum, das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe. Miri, du bist immer noch nicht stark genug, um durch die Gegend zu laufen. Aber ich... Nein. Geh zurück ins Bett und schlaf. Fies, ich hätte das gewonnen. Du hast mich also gehört, richtig? Mein Ruf nach Hilfe? Es ist ganz schön frustrierend. Ich kann so viel ich will mit dir reden, aber ich habe noch nie eine Antwort bekommen. Ignorierst du mich? Oder kannst du nur nicht antworten? Ich hoffe, es ist das Letzte. Wie auch immer, ich kann dir nicht sagen, wo ich bin, denn nun, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin umgeben von hohen Bergen. Und ich kann überall um mich herum Bewegungen hören. Ich hatte nicht viel Glück darin, Essen oder Trinken zu finden, aber ich habe das Gefühl, alles wird gut. Ich mache mir um dich Sorgen. Warte, kann er... Oh Mann, das schon wieder. Warum? Werde ich verrückt? Ha, nein. Es ist natürlich total normal, Stimmen zu hören. Vielleicht sollte ich mit jemand darüber reden. Okay. Wilde Dinge sind passiert. Ich hätte den blöden Wettbewerb gewonnen. Lass mich raten, meine Pokémon sind immer noch nicht geheilt. Ah, das Spiel. Ich habe verloren. Was? Nachdem du besiegt wurdest. Nachdem du zusammengebrochen bist. Ich bin in die 3. Runde und habe dagegen so eine lilahaarige verloren. Die dann gegen meinen Bruder verloren hat. Ich weiß nicht, was los mit dir ist, aber mach das nicht nochmal. Es gibt wenig Leute, die wirklich bis an die Spitze kommen können. Und mein Bruder wird davon keiner sein. Sane, richtig? Ich kann dir da nicht widersprechen. Also, hast du ihn auch getroffen? Er sorgt dafür, dass sich jeder schlecht fühlt. Destiny? Nun, deswegen solltest du beim nächsten Mal besser bereit sein, ihn fertig zu machen, wenn wir ihn treffen. Richtig. Jetzt verschwinde von hier, ich will lesen. Richtig. Oh ja, übrigens, ich habe gesehen, dass Destiny draußen war heute Morgen. Danke. Okay. Dann gehen wir doch mal raus. Ich liebe es, dass sie hier Mystery Dungeon Musik für diese
für die Akademie genutzt haben. Die Gildenmusik, nicht ganz. Die. Ja, doch, Gildenmusik. Wo komme ich denn dahin, wo ich hin will? Ich glaube, ich muss nach rechts dafür. Ah nein, ich will erstmal heilen. Wir gehen erstmal heilen. Du heilst mich nicht, ne? Hier, du sagst mir, wie viele... Nein. Punkte ich habe? Nein. Nein. Niemand sagt mir irgendwas. Ist okay. Ah ja. Hi. Mehr will sie nicht sagen. 66 Trainerscore und 33 Trainerpunkte. Okay. Alles klar. Jetzt Pokémon Center. Da gehen wir erstmal rein. Bin ich denn hier richtig? Stand da irgendwas, als ich reingegangen bin? Nee. Destiny. Meet, meet. Ach da. Destiny, ich... Nun, ich konnte den Wettkampf nicht für dich gewinnen, wie ich versprochen hatte. Hä? Miri, worüber redest du? Du weißt schon, der Wettbewerb, wo... Nun, du weißt schon. Oh, ja, keine Sorge, deswegen. Was? Oh, ich meine, ich habe ein bisschen überreagiert. Der Typ, er war ein... Ein Arsch? Ja. Ich meine, was denkt der, wer er ist, rumzulaufen und Leuten zu sagen, dass sie schlecht sind? Ja. Ignorieren den Typ einfach. Was ist so lustig? Nein, ich sehe nur nicht oft, dass du lächelst. Du siehst immer aus, als wären da Millionen Dinge, die in dir vorgehen. Und wahrscheinlich tut es das auch. Ha. Was los? Nun, ich fühle mich irgendwie schlecht. Seit wir uns getroffen haben, warst du immer für mich da und... Ich hab nie versucht, dir irgendwie zu helfen, weißt du? Destiny. Ich meine, ich wollte helfen, aber ich weiß nur nicht wie. Destiny? Warte, nein. Das ist eine schlechte Entschuldigung. Destiny. Oh Mann, ich bin wirklich schlecht darin. Destiny? Hä? Dir geht's gut, okay? Aber mir geht's gut. Oh, du lügst besser nicht. Hör mir zu, Miri. Wir werden, es schaffen, von dieser Akademie zu gehen. Und wenn wir Trainer sind, dann werden wir die Welt bereisen und eine Lösung für dein Problem finden. Hörst du mich? Telefon. Oh, ich habe vergessen. Ryla wollte, dass ich ihr mit irgendwas helfe. Ich gehe da mal, Miri. Bis später. Was habe ich bisher über diese Welt gelernt? Es ist ein wunderschöner Ort, voller wunderschöner und mysteriöser Kreaturen. Ich hatte Probleme damit, meinen Weg zu finden, aber ich habe mich endlich entschieden. Ich werde Destiny helfen, ihren Traum zu erreichen. Ich bin vielleicht verloren, aber ich habe bisher viele tolle Leute getroffen. Und mit meinen Freunden und Pokémon an meiner Seite habe ich das Gefühl, dass ich alles erreichen kann. Also ja, das ist mein Ziel. Ich werde diese Akademie abschließen und den Rest von dieser Welt sehen. Oha, okay. Sehr schön, neues Kapitel. Nein? Befürchte ich, kein neues Kapitel. Nun, ich denke, das stört mich nur. Die Idee, dass meine Tochter immer irgendwie weg ist und vor allem mit den ganzen Problemen, die sie hat. Check, hier wird's gut gehen. Sie ist in guten Händen. Keith weiß, was er tut. Traust du ihm wirklich? Er ist einer der höchsten Mitglieder des Allianzrats. Und der Fakt, dass er mein Bruder ist, natürlich vertraue ich ihm. Ich denke, du hast recht. Wie auch immer, ich muss zurück zur Arbeit. Die Dinge werden nicht länger so ruhig bleiben. Ich rede später mit dir. Ich wünschte nur, du würdest manchmal vorbeikommen. Du weißt schon. Ich würde, wenn ich könnte. Tut mir leid. Vielleicht hat er recht. Vielleicht bin ich nur paranoid. Ist jemand an der Tür? Amelira? Ich? Was? Du, warum bist du hier? Er hat eine coole Frisur. Nach allem, was ich für dich getan habe, würde ich mir wünschen, dass du mich netter begrüßt. Du weißt schon, wo du in dem Ganzen hier stehst, nicht wahr? Hast du wirklich deinen Namen in der ganzen Zeit nicht geändert? Selbst nach dem, was sie... Was willst du hier, Sans? Ich möchte die Information, die du hast, über die Allianz. Du hast sehr gute Beziehungen mit ein paar wichtigen Leuten.
Denkst du wirklich, ich würde mit jemand wie dir kooperieren? Mit jemand wie mir? Als wäre ich derjenige, der... Oh Mann, erinnere mich nicht daran. Ich weiß nicht mal, was für eine Art Information du haben willst. Denkst du wirklich, sie würden irgendwas mit mir teilen? Nein, ich denke, nicht, dass sie mit einer Ausgestoßenen wie dir irgendwas besprechen würden. Dann warum bist du hier? Nun, du bist die einzige Amelira, über die zu der ich Zugriff habe. Ausgestoßen oder nicht. Du hast einen Namen, der dich wichtig macht. Also habe ich mir was ausgedacht. Was willst du denn von der Allianz? Was ist der Punkt darin, eine Armee von Renegades zu haben, wenn du mich die ganze Arbeit machen lässt? Es ist keine Armee. Ein Krieg mit der Allianz ist nicht unser Ziel. Um genau zu sein, das würde es nur schlimmer für uns machen. Was ich von der Allianz möchte, ist viel tiefliegender, als du verstehen könntest. Also nutze deinen Familiennamen und gib mir, was ich möchte. Oder ich werde dir das Leben wegnehmen, das ich dir vor ein paar Jahren gegeben habe. Warum muss es er sein, von all den Leuten auf der Welt, der meine Tochter rettete? Oha, okay. Ein unbewegliches Objekt. Level Cap 27, Kapitel 10. Okay, ihr alle, hoffentlich habt ihr eure Zeit genossen, eure freie Zeit genossen. Denn jetzt ist es Zeit, wieder zurück zur Arbeit zu gehen. Aber davor habe ich eine spezielle Nachricht von der Allianz, die wir mit euch Studenten teilen sollen. Die Allianz? Das ist eine Gruppe von 6 der 10 Hauptregionen, inklusive Airei, die sich zusammengetan haben, um Konflikte diplomatisch zu lösen und nicht mit Kriegen. Ich werde die Nachricht laut vorlesen. Liebe Mitarbeiter und Studenten der Vanguard Akademie, von heute an werden Trainer des Goldrangs oder niedriger nicht mehr in der Lage sein, in anderen Regionen oder Quadranten von Airei zu operieren, außer in denen sie ihre Lizenz bekommen haben. Wir hoffen, diese Regel ist nur zeitweise, da wir uns mit einem starken Renegade-Problem auseinandersetzen müssen. Ist es das? Unglücklich. Also werden sie uns einfach mit einer Regel zurücklassen, die quasi jeden Schüler beeinflusst, Studenten beeinflusst, ohne irgendeine Erklärung? Nur um fair zu sein, nicht viele Schüler schaffen es überhaupt, außerhalb des Quadranten zu reisen, bevor sie Platin-Level werden. Es gibt viel, was man im Südwesten tun kann. Also würde ich mir da nicht so viel Sorgen machen. Jetzt, da das alles erledigt ist, lass uns zur Arbeit gehen. Also, was werden wir heute tun? Nun, ich habe 2 wichtige Jobs, die ich unter euch aufteile. Aber ich werde sie euch nicht zusammengeben. Wir werden euch in Gruppen teilen. Die erste ist, dass in der ersten geht es darum, eine Gruppe von wütenden Pokémon verscheuchen. Und das andere ist, einen wahrscheinlichen Renegade zu verfolgen. Warte, einen Renegade zu verfolgen? Ja, das habe ich gerade gesagt. Okay, klasse. Wann fangen wir an? Nun, da ist nur ein Problem. Der Trainer, der mir diesen Job gegeben hat, sagte, er hat schon damit angefangen, aber er wollte, dass 2 spezifische Trainer mit ihm kommen. Sieg und Miri. Natürlich. Ich habe vergessen, dass ich nicht der Hauptcharakter bin. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber ich denke, er hat die Trainer ausgewählt aufgrund ihrer Leistung im Wettbewerb. Also, statt mit mir zu arbeiten, werdet ihr es mit diesem Trainer tun. Und der Rest von uns arbeitet mit dir? Ja, Destiny, Rylas, Calvin. Ich möchte, dass ihr 3 euch mit mir in unserem Haus trefft in einer halben Stunde. Verstanden? Klar. Ja. Sieg und Miri, ihr werdet den Trainer auf Route 6 treffen. Cool. Ja. Okay. Cool. Aha. Na dann würde ich sagen,
Wir sollten uns beeilen, auf Route 6 zu gehen. Sieg wird wahrscheinlich wütend, wenn ich zu lang brauche. Ja, das würden wir. Das werden wir so tun. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut. Und Mirio.